Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem allerersten Motovlog-Video. Ich dachte mir, ich könnte das mal starten, sowas, und euch bei meinen verrückten Fahrten und Unternehmungen bzw. Projekten mitnehmen. In diesem Style halt. Hast du sonst keinen Kameramann? Filmst am besten so. Ich mache heute was ganz Verrücktes. Kennt ihr vielleicht der eine oder andere schon dieses geile Gefährt, aber wir fahren heute mit dem wunderbaren kleinen Roller. Wie gesagt, das kennen vielleicht manche, habe ich mir so als Spaß geholt, damit ihr entscheiden könnt, was könnten wir damit machen. Ja, letztes Update war, dass wir da eine richtig geile Stollenbereifung, diese wunderschöne Stollenbereifung hier, drauf machen und dann vielleicht ein bisschen Gelände fahren. So, ich dachte mir, wir haben hier um die Ecke so eine Crossstrecke, fährst du mal hin, kannst du drauf gehen, aber scheiße, die ist zu abgesperrt. Ich dachte, das ist vielleicht frei zugänglich, man kann reingehen, ist aber leider nicht so der Fall. So. Transporter steht hier. Ich werfe es an und fahre wenigstens hier diese kleine private Strecke hier hoch und runter. Das Gefährt euch mal zu zeigen und einfach mal mitzunehmen, wie das ist, wenn man damit drauf fährt, ne? Oder beziehungsweise wie das ist mit dem Fahrgefühl. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Wie gesagt, mein erstes Video. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Der Ton ist gut. Ich ja, weiß noch nicht so richtig, ob das Setup soweit erstmal richtig geil ist oder nicht so geil ist. Lasst uns fahren. Ich würde mal meinen anziehen. Mal sehen, ob es gleich losgeht. Ja, vielleicht noch ein bisschen Gas. Das war wohl nichts. Da hilft nur der schöne, gute Spray. Ein, zwei Spritzerchen. Da hilft das gute Starthilfe-Spray. Ach, diese scheiß Handschuhe. Ich muss mir neue kaufen. Jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Das hole ich mir dann. Ernsthaft. Ich hoffe, das Ding ist nicht so laut und ihr könnt mich noch hören. Ich schreie jetzt so, ich habe keine Ahnung, ob das reicht mit Ton. Aber es muss zugeben, das Fahrzeug ist echt skurril. Ich weiß nicht, aus was für ein Teil oder was für ein Fahrzeug das Ding mal zusammengebaut wurde. Ich habe das Gefühl, vorne war mal ein Pocketbike und der Rest, denke ich mal, ist selber zusammengescheißt. Mit so Tank und so Motor kann man sich wahrscheinlich organisieren. Eine Weile her, aber scheiße. Ich mich hier noch um. Ja, um euch eine verrückte Geschichte zu erzählen. Ich war vor längerem mit einem Kumpel unterwegs. Er ist mit meiner Summe gefahren. Ich mit diesem grünen Teil. Da sind wir auf Feldwege gejagt. Auf dem Rückweg waren dann, wie soll ich sagen, so eine Art Wasserrinne. Und ja, die letzte Wasserrinne hatte ich anscheinend nicht so als Wasserrinne erkannt und bin mit voll Palette drüber gefahren. Was passiert, was ich auch nicht wusste, die Telegabel vorne bzw. die Radaufnahme vorne ist unten offen. Das heißt, die Achse hat sich wahrscheinlich etwas gelöst gehabt, war nicht mehr ganz fest durch diese Rittelfahrt. Das Vorderrad ist im Sprung natürlich vorne rausgeflogen. Und was passiert? Telegabel hakt den Boden ein, mich haut voll über den Lenker. Das war, oh nee, ich konnte nicht mehr. Brutal. So, Top Speed. Schreiben, was ihr gerne sehen wolltet. Sei es nur das scheiß Projekt hier oder andere Projekte von mir, bis ihr ja soweit kennt. Kann man ja auch so ein Whiteout mit den anderen Fahrzeugen machen. So. Ich würde behaupten, wir fahren jetzt mal hier rein. Ne? Ach du Scheiße. Oh, geil. Die Kette ist hoch. Fett, 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 fett.
Oh, geil. Oh, nee, ist das geil. Okay. Ja, ich glaube, das kommt hier irgendwie rein. Also ich bin dafür, einen neuen Sattel zu holen. Bruh. Ich muss zugeben, das kann es keiner erzählen. Stecken wir erstmal ein. Es macht keinen Sinn, damit eigentlich irgendwelchen Geländer hochzufahren, weil du kommst einfach auch nicht hoch. Das Ding hat nicht viel Leistung. Das sind 50 Kubik. Also ich glaube laut diesen scheiß Motordaten auch. Ich hätte vielleicht das Splatter-Spray mitnehmen sollen. Ne? Ich habe hier bei dem Teil schon nach Tuning-Teilen gesucht oder geschaut. Ich dachte mir, das wäre doch cool, so einen Tuning-Auspuff heranzumachen. Oder einen Auspuff. Und der Mensch halt einfach nur ein Rohr. Also meine Freunde, ich glaube, das restliche erspare ich euch anlaufen. Das Teil muss anscheinend nochmal irgendwie revidiert werden. Motor festmachen. Kette nochmal spannen. Was war's noch? Keine Ahnung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dieses kleine, feine Video hat euch gefallen. Beziehungsweise das erste. Und das ging total erstmal die Hose. Aber es folgen lustige Videos weiter. Oder Ausraster. Damit ihr nicht so leer ausgeht. Jetzt noch schöne kleine Burnouts. Macht's gut. Ciao.